So, Day number 3. Niklas, wie ist der gestrige Abend verlaufen? Scheiße. Wie ist die Lage nach Tag 2? Grüße. So gut. Und das? Das können wir nicht auf YouTube stellen. Janik. Eglo. Robin. Dominik. Ich spüre mal richtig süß. Fabi, was machst du da für ein leckeres Frühstück? Wir brauchen mehr Barbecue. Ich bin absolut stolz auf uns. Ja, die Jungs sind einfach nur in der Form ihres Lebens. Hey, wieder back on track. Sehr Runde. Heute ist ja viel los. So, endlich erster Trainingstag. Da auf einmal haben wir lauter Ferrari-Fans. Guter hier. Wo sind die Ferrari-Fans auf einmal? Ferrari oder was, Digga? Also, plötzlich sind hier ganz viele Ferrari-Fans. Ich weiß auch nicht warum. So, Fabi, jetzt schauen wir mal, wo unsere Plätze sind, oder? Wow, einfach nur stark. Alter, schau mal das so. Turn 1, wir haben perfekte Sicht. Boah, die Treppen haben eine komische Größe. Ja, das ist voll fürs Knie. Das ist ein voll fürs Knie. Für Ass-Knie. Der Ferrari und der Red Bull-Fans hocken wieder nebeneinander. Zufall. Was für ein Zufall. Und gleich mal einen riesen Fernsehfunker machen. Geil. Dass ihr drei ja gerade nebeneinander hockt. Ja, das war wieder die letztjährige Rivalität. Und die diesjährige Rivalität. Beides geht immer gut bei der Bull aus. Oh ja, das Ding gebe ich dir sogar. Freut euch die Saison und nächstes Jahr macht jeder noch was. Es ist so laut. Tommy, sag uns mal, was du an der Strecke dabei hast. Wichtig, oder? Magnetisch. Tschüssi, erster Eindruck. Ich bin aber schlecht beieinander von gestern, also jetzt reißt es einen Schild über den Autos. Fabi, erster Eindruck. Ja. Zettel, Robin, erster Eindruck. Mega geil, Alter. Mega geil. Ich hör nichts mehr. Arsch, Alter. Erster Eindruck. Das ist laut. Was machen wir jetzt? Dumme Frage. Eins Bier. Zettel auch, eins Bier. Nicht verkehrt. Es sind so viele McLaren-Fans. Ja, wegen dir. Alle in Orange. Ja. Man sieht's. Ich persönlich hätte noch Bock auf Gamezone. Aber ich glaube, da stehen wir heute schon so vor. Gamezone ist vorbei, oder? Ja, mei, wir können nicht schauen, aber. So, jetzt sind wir hier auf so einem Berg aufgegangen. Richtig geil hier oben. Siehst du die halbe Strecke hier? Ja, letzte Kurve. Da hinten in Sektor 2 und 3. Start Ziel und Boxengasse. Die ganzen Kollegen sind ja alle schon erschöpft. So, wem geht es also am besten für euch? Nein. Mir geht es einmal frei. Nein, das ist der Fahrer. Tschüss. Ja. Oh, elegant. Elegant. So, jetzt haben wir hier eine F1 Pitstop Challenge. Lando, Pitstop Challenge. Jetzt geht's richtig auf. Jetzt geht's richtig auf. So, jetzt stehen wir hier. Okay, dann kann ich Reifen wechseln. Weil das Internet, das Internet im Arsch ist. Super Stadtwerke! Und wer ist verantwortlich? Der Robin. Aber da siehst du es mal, es geht einfach das Internet nicht. Und deswegen können wir keine Reifen wechseln. Da wäre er. Ich werde weitergehen. Ja, dann gehen wir weiter. Was ist denn das? Sind das deine Bierdosen oder was? Ach, da kannst du einfach nur was basteln. Und wer bastelt jetzt für euch? Sind das wirklich eure Dosen? Ja, das sind echt Dosen. Das sind einfach schon. Janik, darfst du das? Ego. Und hier sind wir jetzt wieder auf dem besten Wege zur Strecke. Sehr, sehr fein. Also ich hab's schon tausendmal gesagt und ich sag's immer wieder, es ist einfach nur geil hier. Absolut. Und jetzt haben wir hier noch vom Outlet. Schauen wir mal rein, weil da gibt es halt echt gute Sachen teilweise. Ja. Freshers mit Launchers. Das sind die Schlimmer, was nicht reinkommen. Das sind die Schlimmsten, die was nicht reinkommen. Die Hunde müssen draußen bleiben. Jetzt fährt die W-Series. Nur Frauen am Steuer. Fährt da irgendjemand, den man kennt? Jamie Chadwick. Okay. Das ist der Hamilton des Frauenformel 1. Echt? Ja, ich finde alles. Okay, aber den Crash damals in Spa, den habe ich auch gesehen. Ja? Das war krass. Ja. Also das war ja so ein Massencrash, gell? Da wundert es mich, dass da ist nichts passiert. Also keiner hat sich verletzt. Ja, also deswegen, Frauen können nicht am Steuer. Also wenn ich mal diesen Rasen hier so anschaue,
Und genau so, Horst, ist es nämlich ja. Da, das ist der Rest, der nur noch übrig geblieben ist, nachdem sich die Truppe gespalten hat. Hier gibt es leckeres Eis. Absolut geil. Ja. Man sieht, die Hälfte ist jetzt zurückgegangen zum Campingplatz und nur die Ferraristi und ein Red Bull-Fan bleibt übrig. Morgen gibt es eine kleine Überraschung. Und zwar, ja, das Geschenk vom Nick wird dann ausgepackt und angezogen. Und die Mission ist, damit ins Fernsehen zu kommen. Man sieht sogar von da unsere Tribüne. So, und jetzt sind wir hier auf der Naturtribüne. Boah, schau mal, da siehst du jetzt zum ersten Mal ein Kiesbett hier. Also, es ist wenig Action hier. Da fahrst du nur vorbei, wenig Action, keine Überholmanöver, aber du siehst jetzt so ein bisschen den Speed. Vor allem, ich wüsste jetzt keinen einzigen Crash, der was hier in dieser Kurve mal stattgefunden hätte. The next day. And Sebastian Vettel found himself in the tire wall at turn 10. Sorry. Es ist wenig Action hier. Hier ist jetzt auch nochmal der F1 Prototyp. Das war so der erste Prototyp, wie die neuen Autos ausschauen werden. Die Reifen sind Wahnsinn. Also wenn man da mal näher hingeht. So, hier haben wir noch einen Reaktionstest. Bei dem Reaktionstest war er hier mal auf dem Leaderboard in Österreich. Egal. Wie ist das möglich gewesen? Wenn man als erster sprüht, ist man Leader. Du kannst nicht letzter werden, wenn du als erster sprühst. Das ist sein Motto. So, jetzt wurde hier sich erstmal ein Slushy gegönnt. Ja. Apple, Cherry und Blueberry. Alter, so wichtig. So wichtig. Prost. Sogar ein F1-Podium haben wir hier geboten. Mit Ferrari-Champagne. Da ist er. Ja, Mann. Alter, das ist einfach so viel geboten hier. Das ist echt der Wahnsinn. Weder in Spa noch in Österreich. Das ist so viel geboten gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass es hier in der F1 Village 1, 2 und 3 so viele verschiedene Sachen gibt. Domi! Das ist schon geil, also. Boah, geil. Stark. Domi ist bis endlich fündig geworden in einem Outlet. Hat sich gelohnt, dass du es vorher nicht gekauft hast. Ich brauche mehr. So, was wird hier gekauft? Für die Girlfriends? Slushies. Schau mal her noch einmal. Was? Alles klar. Du brauchst nicht mehr filmen. Alles klar. Ach komm, mach's doch weiter. War doch schön. So, einmal um die Strecke rum. Gehen wir wieder zurück, oder? Super, super, Fisch. Das ist doch ein Fisch, oder? Das ist kein Fisch, das ist ja der Oberhammer. Ja, moin. Das, Domi, das ist deine Portion. Deine Portion. So, kurze Verstärkung gegönnt. Ja, das gleiche wieder Domi. So, und jetzt geht's zur F1. Erstes freies Training, Robin. Es ist 1:30 ungefähr. Kurz vor dem ersten freien Training. Und es ist so verdammt heiß. Vettel fährt was am letzten Drucker noch mit. Vettel! Perez! Checo! Formel 1 ist einfach so viel schneller als Formel 2 und 3. Ganz andere Welt. Boah, ich habe einfach Gänsehaut. Gänsehaut, wenn die hier vorbeifahren. Also die Fans beschweren sich ja immer, dass es zu leise ist. Aber es ist immer noch verdammt laut. Die Autos fahren hier vorbei mit einer Geschwindigkeit von 300, 310 vielleicht. So spannend ist es für Ferrari aktuell. So, erstes Freitraining ist durch. Soweit nichts Besonderes. Sainz gewinnt vor Verstappen. Ferrari hat das erste Ausrufezeichen gesetzt. Verstappen ist raus. Verstappen ist leider nicht raus. Kurze Erholung in der Camping Station. Also die Sonderspecial durch, habe ich nicht dabei. Aber fette. So, 2 Stunden später wieder back on track. Kurz vorm FP2. Wie oft schmierst du die pro Tag ein? 4 bis 5 Mal, Digga. Kommt drauf an, wie lange wir in der Sonne sind. Manchmal auch 6. Aber das muss. So, also, Stimmung ist on point. So, wer eröffnet die zweite Session? Und wieder Vettel! Checo! Boah. Also der Honda-Motor, der schallert so anders. Keine Ahnung, was die da einbauen. Und keine Ahnung, was hier los ist. Stroll, Spinala. Stroll, Spinala. Ja, das war Latifi.
Latifi? Albon. Genau vor unserer Kurve. Aber er fährt weiter. Die Reifen gingen nicht mehr. Er fährt weiter. Here it is again. On the screens. Down into turn one. Bouncy there. And lost it. Der lockt einfach die Tires hinten, ne, mit den Bremsen. Ne, und den Draht einfach weg bei 300. Leclerc hat schon wieder Probleme im zweiten Training. Wieder ein Problem. Das ist traurig. Das ist einfach traurig. Ah, das ist natürlich fair. Ja. Janik, was sagst du zu Leclerc-Probleme? Heider, sag nochmal deine Krankheit. Ey, bist du zufrieden mit Norris P2? Also wenn das im Rennen und im Qualifying auch so ist, dann geht's richtig an. Dann gibt's von dem hier noch ganz viel mehr. Ja, lass nur da. Das da. Ja, dann gibt's noch mehr von dem. Und mehr von dem. So, jetzt erstmal hier eine kleine Verstärkung gegönnt. Das gleiche gibt's für die zwei auch noch. Gönnt ja mir immer das. Wie viel kostet sowas? Ja. Visa, oder? Janik, sind Sie zufrieden mit dem FP2-Ausgang? Ja. Ja, Leclerc auf 1, Norris 2 und 3 Sainz. Also bis jetzt schaut es sehr gut aus für Ferrari und für McLaren-Fan ebenfalls. Nee, waren es jetzt der Gasly, Leute? Der Pierre Gasly. Can I have on the Schrift? Only on the penis. Only on the penis. Was ist hier los? Was war denn das jetzt? So sind es die Holländer. Leute, macht mal bitte Tschesch für die Kamera. Wir schauen jetzt in einer V-Series auf Formel 1, ist voll Arsch. So, das war's jetzt mit der Action von Tag 2. Und jetzt sind wir durch mit allen freien Trainings vom heutigen Tage. Qualifying für Formel 2 und W-Series. Day number 4. Es ist jetzt ungefähr 8 Uhr. Heute ist Qualifying Day. Es ist Regen angesagt. Und jetzt fragen wir mal, was die Jungs so meinen. Was ist deine Prediction für Qualifying? Leclerc 1, Verstappen 2, Sainz in Gravel. Ihr habt Leclerc, der Erste, Verstappen 2. und der Sainz 3. Also Leclerc da die 1, 2. Mit Norris und 3 wird Verstappen. Ich schließe mit Robin an. Wenn der Perez P1 macht und so ist Fassel fürs Heißel. Leclerc 1, Verstappen 2 und Perez da die 3 wünschen. Verstappen, Paul. Paul, Alter. Leclerc so auf 15. Na, schmal Leclerc 2 und Perez 3. Ich hätte ja gern mal den Bulldog weiter vorne. Bobby. Verstappen, Norris, Hamilton. Meine eigene Prediction ist Verstappen, Pole, Leclerc 2, Norris, P3. So, jetzt wieder auf dem Weg zum F2 Race und zum Qualifying. Und heute in einem ganz besonderen Aufzug. Und zwar alle mit dem Günni. Günni. Das Einzige, was uns verbindet, der Günther Steiner. Und es regnet einfach. Es regnet, so wie sie es vorher gesagt haben. Jungs, eure Meinung zu Regenrennen? Absolut geil. So, jetzt geht's auch zum allerersten Formel 1 bzw. Formel 2 Rennen unter Regenbedingungen live vor Ort. Wie geil schaut das eigentlich aus? Lauter Kings, lauter Günni Steiner Kings. Also so gehen wir zum Rennen in Style. Absolut im Style. So, ist es Intermediate, Vector oder Heavyweight? Das ist Soft, ganz klar Soft. Jeder mit Soft ausgefahren. Ich bin so gehypt auf das Rennen jetzt. Günni Steiner. Perfekt. Der erste Crash ist schon am Start. Safety Car, oder? Die Günni-Truppe. She like our shirts. So, kurze Verstärkung wieder. Stichst leicht raus mit der Jacke. Und es fangen wieder zum Regnen an. So, jetzt regnet es hier. Oh, jetzt regnet es hier inzwischen aber richtig heftig. Hast du das Quali? Wenn es so weiter regnet, dann gibt es kein Quali. So, dann wirklich kein Quali stattfinden. Ja, vor freie Trainingskontrolle. Das sollen sie nicht hochstellen. So, wie ist bei euch die Lage? Geil!
Nick, wie viele Fotos haben wir mit dem Günther Steiner gekriegt? Bisher vier. Alter. Fahrt da noch überhaupt jemand? Umstrukturierung, Männer. Tommy, was machen wir jetzt? Grüße, nochmal Sonnentanz. Es schifft hier wie aus Eimern. Wir sind klatschnass. Klatschnass. Wir haben jetzt beschlossen, zurück zum Campingplatz zu gehen, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich hoffe, dass unser Campingplatz einigermaßen trocken ist, dass die wichtigsten Sachen nicht nass werden. Es ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde vor dem dritten Training, aber das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Also hier schifft es nur noch aus Eimern. Hier ist unser Grandstand, unsere Tribüne. Da wette ich alles drauf, dass sie nicht fahren. Nur um das mal zu verdeutlichen, wie krass es hier regnet. Wie soll unser Campingplatz ausschauen? Scheiße! So, back in the Camping Station. Also der Boden ist einigermaßen okay, ja. Also hier schaut es echt relativ stabil aus. Wie schlimm ist es? Schlimm. Ist schlimm? Schau in unser Zelt bitte, ich habe noch nicht nachgeschaut. Ach du Scheiße, da steht Wasser. Also wir haben hier ein bisschen Wasser, aber es geht einigermaßen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zur Strecke. Der Regen hat sich leicht beruhigt. Das Training läuft jetzt seit 10 Minuten ungefähr. Es wundert mich, dass es überhaupt läuft. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so schlimm wird. So, wieder back on track. What the fuck? Wie willst du bei diesen Bedingungen das Auto so auf der Strecke halten? Ohne ABS, ohne ESP, ohne Traktionskontrolle, gar nichts. Und dann nur 1000 PS unterm Arsch. Battle in the wall. No! Jungs, Battle in the Wall! Zeit, dass er aufhört. Echt? Ah, warte mal. Red Flag! Red Flag! Oh! Boah, war sauber! Sauber Action noch! Es ist wenig Action hier. Jetzt schauen wir mal, ob sie es hinkriegen bis zum Quali. So wie Mercedes damals. Latifi P1! Latifi P1! Latifi P1! So, so schnell kann es gehen. Vom absoluten Weltuntergangswetter zu Sonnenschein und Sonnenbrille. Es gibt so einen Hotdog und D3. Freuen sich doch ganz besonders auf die Dame. Robin hat one in yeah! Wir haben einen Safety Car Start. Es geht und der Safety Car los. Ich habe einfach gar keine Ahnung von Frauen Formel 1. Oh! W-Series ist vorbei, jetzt kommt nämlich das Qualifying. Und da werden die zwei Hauptprotagonisten wieder die Hauptrolle einnehmen. Du wirst verlieren. Du wirst noch nicht sehen. Ja. Wer holt sich jetzt die Pole? Leclerc oder Verstappen? Ja, Leclerc natürlich. Ich werde Leclerc holen, muss ich leider sagen, aber dafür krangeln uns dann am Morgen rein. Und das kann wirklich sein, ja. Heider macht ja nur richtige Business Calls. Besten Martin 2022. Alter, was für eine geile Atmosphäre hier. Zeit fürs Qualifying. Es geht los! Es geht los! Und Vettel fährt raus, Alter. Hinten schaut so hart nach Regen aus, aber der Regen kommt nicht mehr, laut Vorhersage. Ich glaube schon. Jetzt geht's los! Auf geht's schon! Sainz, was macht er? Max, langsamer! Oh! Oh! Ja! Jetzt was ist das für ein Rundengewinn, Mann? Deliziös. Deliziös, oder was? Deliziös. So eine Runde, die kannst du zum Abendessen verspeisen. Mit einem guten Wein, ein klassischer. Was gab's zum Abendessen? Eine Runde Budapest. So, jetzt sind die letzten 5 Minuten angebrochen. Jetzt kommt gleich der Final Run und ich bin gespannt, wer es am Pole macht. Erstens sind es 3 Minuten 40. Oh, komm, Fernando. Fernando, let's go. Jawohl! Scheiße, das war geil. So, jetzt wird's richtig ernst. Ich hoffe, Maxi Boy, der Typ macht was. Und Leclerc. Oh! Schwach, Zweiter. Verstappen 24. Wieder Kerl im ersten für den Kasten. Wow! Wow! Russell! Wow! Woher kam das denn? Woher kam das? Ich habe keine Ahnung.
George Russell! Erste Karriere von George Russell auf Pole! What? Wie geil! Wow! Was sagt die Fraktion? Was ist das für ein Ergebnis? Wow! Erste Karriere-Pole ever! Wahnsinn! Russell! Also! Russell, Sainz, Leclerc, Norris, Ocon, Alonso! Ach, leck mich am Arsch! Jungs! Geil, oder? Absolut behindert! Ich find's geil! Schwierig. Aber Battle. Stark. Also, soweit vom Tag Nummer 4, glaube ich zumindest. Samstag ist durch. Wir haben jetzt noch Formel 2 angeschaut. W Series Qualifying. Und jetzt wieder zurück in die Camping Station. Louder.